Manchmal schaue ich in das Stichwortverzeichnis meiner Bibel, wenn ich also ein Stichwort habe und dazu den passenden Bibeltext suche. Mein Stichwort ist Vertrauen. Zu dem Wort Vertrauen steht aber keine Bibelstelle, sondern ein Wort, Glaube. Über den Glauben allgemein kann man zum Beispiel etwas im Matthäusevangelium finden. Über den Glauben an Jesus finde ich im Markusevangelium etwas. Über den Glauben an Gott kann ich im ersten Buch Mose etwas nachlesen. Es gibt aber auch Bibelstellen zum Thema nur der Glaube rettet und mangelndes Vertrauen. Die zuversichtliche Haltung, die die Bibel Glauben nennt, erlangen wir nicht ohne Hilfe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so steht es in der Jahreslosung. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Glaube lässt sich nicht ansammeln wie Geld oder andere Reichtümer. Unser Vertrauen auf Gott lässt uns im Glauben wachsen. Durch mein Vertrauen hat Gott in meinem Leben schon viel bewirkt. Er hat mir die Liebe zu meiner Gemeinde geschenkt. Er schenkt mir Mut und Zuversicht, wenn ich mal wieder ratlos bin. Im Gebet, im Gottesdienst, aber auch im Alpha-Kurs ist Jesus mir ganz nah. Es gab aber auch Zeiten, in denen zweifelte ich und ich konnte nicht beten. Auch in dieser Zeit war Gott bei mir. Er stellte mir liebe Menschen an die Seite, die mir geholfen haben, die für mich beteten. Wenn ich mal wieder Sorgen habe und nicht weiter weiß, höre ich manchmal eine Stimme, die sagt, leg es doch in Gottes Hand. Warum versuche ich immer wieder alleine Lösungen für meine Sorgen zu finden? Am Ende macht Gott es ohnehin gut für mich. Vor kurzem haben wir Ostern gefeiert. Das höchste, das wichtigste Fest für uns Christen. Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben. Was dachten seine Jünger damals? Sie hatten sicher große Angst und die Verzweiflung war auch sicher sehr groß. Viele von ihnen flüchteten. Manche verrieten Jesus sogar. Und was fühlte Jesus? Hätte er gern darum gebeten, man möge ihn vom Kreuz herunterholen? Hätte er sich gewünscht, dass man ihm die Dornenkrone vom Kopf nehme und die Nägel aus seinen Händen und Füßen entferne? Welche Schmerzen hat er erleiden müssen? Jesus musste für uns in den Tod gehen. So war es der Plan Gottes. In Jesaja 54 steht: Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Die total verängstigten Jünger von damals wurden auf einmal zu selbstbewussten Missionaren. Hat die Auferstehung Jesus eine solche Überzeugung bei ihnen ausgelöst? Und das, obwohl sie dadurch selbst in Lebensgefahr gerieten? Die Nachricht der Auferstehung verbreitete sich in kürzester Zeit und wurde zu einer Weltreligion. Die Menschen von damals, einfache Menschen wie ich, mussten das, was sie erlebt haben, einfach weitersagen. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich nicht verlässt, auch über den Tod hinaus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Darauf vertraue ich. Daran glaube ich.